Ja, das liturgische Glockengeläut gehört zu unserem Land, aber okay, nicht der Muezzinruf. Wer möchte die Frage? Also ich habe noch nie gehört, dass die Kanzlerin für den Muezzinruf blinkt. Nein, das auf keinen Fall. Die Argumentation ist ein bisschen krude. Also zu sagen, die Vollverschleierung gehört hier nicht dazu, haben Sie völlig recht. Ne? Also ist zwar kommt hier der Schleier ursprünglich aus Griechenland, ne, und nicht aus der islamischen Welt, aber da will ich jetzt mit Ihnen nicht in die Geschichte gehen. Wenn ich mit einem Irokesenschnitt über die Straße laufe, gehört das zu Deutschland oder gehört das nicht zu Deutschland? Ja, weil wir das seit den 80er Jahren machen. Und seit den 80er Jahren gibt es auch Vollverschleierte auf unseren Straßen. Es geht nicht um die Frisur, sondern geht um das bewusste Unkenntlichmachen, obwohl man anderen Menschen gegenübertritt. Das Kenntlichmachen gehört zu den Grundprinzipien einer offenen Kommunikation, einer offenen Gesellschaft. Richtig, einer offenen Gesellschaft, aber nicht zum Christentum. Und hier geht alles durcheinander. Also in unserer christlichen Tradition wurden Hexen verbrannt und wurde die Inquisition gemacht und wurden Kreuzzüge gemacht. Das ist alles christlich. Ich bin noch nicht fertig, Alles christliche Tradition. Wenn wir jetzt christlich meinen, meinen wir gar nicht christlich. Also ich kenne kaum jemanden, der in die Kirche geht. Wir meinen nicht christlich. Das, was Sie unter Christentum verstehen, ist das, wozu das Christentum genötigt wurde durch die Aufklärung. Ja? Da hat sie sich nämlich völlig verändert. Als die Kirche ihre Macht verlor, wurde sie auf einmal nett, freundlich und hat sich an alles angepasst. Ans Kaiserreich, an die Demokratie, zwischendurch an die Nazis. Das ist das Christentum, was Sie meinen. Dieses Christentum wird aber von 90% der Leute nicht praktiziert in diesem Land. Die feiern kein christliches Weihnachten. Die stellen sich so eine Folklore-Krippe dahin. Also warum? Nur, warum müssen wir überhaupt Christentum sagen? Kann die Bevölkerung nur Weihnachten feiern? Nein, nur 10% christliche Weihnachten. Christliche Weihnachten. Ernsthaft christliche und nicht wegen der Stimmung, sondern wegen der Glaubensinhalte.